Hola, da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn mit der Aloy. So, wir müssen ja hier noch eine Folge dranhängen. Naja, was heißt eine Folge dranhängen? Da kommen immer wieder neue Folgen. Aber ich meine jetzt, was die Session angeht. Weil, bevor ich will hier irgendwann mal manuell speichern können. So, und wir fangen in dieser Folge genauso an, wie wir das letzte Mal aufgehört haben. Lesestunde. So, ja, war ja. Brief Apollo Update. In den letzten zwei Monaten hat sich der volle Nutzen angezeigt, den wir aus der Beschaffung einer Kopie des Homer-Archivs von Farzenit ziehen können. Als Ergebnis davon liegen alle wichtigen Arbeitsergebnisse von Apollo im Zeitplan. Apollo hat die. Entschuldigung. Hat die Zahl von 40 Millionen separaten Datenträgern bereits übertroffen und wächst weiter. Die Naturwissenschaftsmodule sind praktisch komplett. Die Geisteswissenschaftsmodule beinahe. Die Weltgeschichte, kulturelle Daten und Medienarchive liegen ebenfalls im Zeitplan. Der Spracherhalt kommt allmählich zum Abschluss, etwas früher als geplant, da wir hinter unserem Ziel, 4500 Sprachen zu erhalten, zurückbleiben. Ich nehme an, das war durch den tragischen frühen Verlust von Papua Neuguinea von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die Entwicklung der zugehörigen Lehrpläne wird bald beginnen. Und wo wir von heuristischen Lehrplänen reden, die Tests laufen, die Kinder laufen gut. Kinder und Erwachsene zeigen hohes Engagement und Vertrauen in die Akteure Aristoteles und Aspasia. Ich finde sie auch unglaublich spannend. Besonders wenn sie debattieren. Ich wünschte nur, einige meiner Professoren wären so unterhaltsam gewesen. So. Ja, das hier drüben, das ist ja. Na Quatsch. Egal. So. Jetzt müssen wir ja erstmal die Typen da ausschalten. Ja. Vielleicht kommen wir dann so hier rein. Was machen wir jetzt damit? Draht haben wir erstmal eine Menge. Alter, macht der ein Salto. Hat das gesehen? Wie viel? Ach, das sollte doch eigentlich machbar sein. All diese Daten verloren? Das größte Geschenk unserer Vorfahren. Das größte Geschenk? Und was ist mit unserer Existenz? In Unwissenheit zu verharren ist ein Fluch, Aloy. Gerade du solltest das wissen. Na komm. Ganz ruhig. Was ist denn nun schon wieder? Ja, jemand von euch hat's erwischt. Was soll das denn werden? Willst du mich hinterlaufen? Du bist ja blöd. Das war der letzte. Jo. Wieder allein.
An einem Ort, der eine Wunderhöhle hätte sein sollen. Kultisten, was? Folterer? Ihr wolltet Aloy foltern, ihr alten Ferkel. Ja, haben wir genug. So, das hier. Hält sich. So. Und nun? Jetzt sind wir hier. Und jetzt? Das ist eine Leiter, aber war gerade eine Leiter, kann das sein? Oh, hier ist noch eine Leiter. So. Na, hier kommen wir ja wieder vor, oder? Hier wieder vor? Ne, hier drüben kommen wir wieder vor. Wir nehmen mal mit. Der ist aber dicht. Wir mussten auf jeden Fall diesen Kreis hier rennen, okay. Kommen wir hier hin? Kommen wir dann in das Büro? Hier rein. Hier ist auf jeden Fall irgendwo noch so ein Datenpunkt. Das sehe ich oben, die Kiste da. Ich kletter mal hier hoch, komm. Genau. So, halt. Nicht in die Mitte springen. Das sieht aus wie, ein Kochtopf. Sag nicht, ich hätte in die Mitte einen Wagen springen, mitnehmen sollen. Ja, nimm den Wagen mit dir runter durch die ganzen Treppen, du Schlaumeierin. So, jetzt liest du den Scheiß. Oh, was zum Anhören? Ja. Dr. Sobek, bitte archivieren Sie dieses Geständnis in Apollo mit Querverweisen zu allen Erwähnungen meines Namens und Operation Enduring Victory. Mein Name ist General Aaron Harris. Von 2060 bis 2066 war ich der Vorsitzende der Stabschefs. Der hochrangigste Offizier der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika. In meiner Amtszeit fielen die strategische Planung und die Aufsicht über die Operation Enduring Victory, einem Betrug, der an der Zivilbevölkerung der Vereinigten Staaten und anderer Nationen in den letzten 14 Monaten des Lebens auf diesem Planeten begangen wurde. Vor der Pharaoh-Plage machte ich meine Arbeit und ich machte sie gut. Ich war wagemutig und entschlossen, geschickt bei politischen Manövern. Es war kein Zufall, dass ich schließlich diese hohe Position bekleidete und Befehlshaber der größten mechanisierten Truppe war, die je gebaut wurde. Doch wozu hat es geführt? Meine einzige nachhaltige Errungenschaft war die Vernichtung des Lebens auf der Erde. Und meine einzige hilfreiche Tat, wenn überhaupt, war die Verzögerung dieser Vernichtung um Tage oder Wochen durch noch mehr Todesopfer. Ich habe die Hoffnung, dass in der zukünftigen Welt kein Bedarf mehr an Menschen wie mir besteht. Wenn Sie einer der Menschen dieser zukünftigen Welt sind und diese Nachricht hören, sollen Sie wissen, dass es mir leid tut und ich Ihnen alles Gute wünsche. Hochachtungsvoll, Aaron Harris. Jo, danke. Jo. Ist hier noch irgendwie so ein Knopf hier? Warte mal, was ist das denn hier? Das ist ja also nur ein Holo-Apparat. Ich denke mal, dazu müssen wir erstmal in das Büro rein, oder? Könnte ich mir vorstellen, weil hier das sind... Ja, okay. Gehen wir mal. Wo sind wir jetzt gerade runtergekommen? Das war doch hier irgendwo oben. Wir sind doch hier irgendwo hoch. Hier drüben an die Kante. Ja. Hä? Was war das denn? Keine Ahnung. Wie geht's hier hin? Ach ne, sind wir hochgekommen. War nicht irgendwie so ein kleiner Tunnel oder sowas? Ja. Willkommen bei Hades, Zero Dawns sicheres Vernichtungsprotokoll. Die ultimative Killer-App. Tja, ja. Sie denken bestimmt, der Zweck von Gaia ist die Schöpfung von Leben. Was soll also diese Unterfunktion, deren einziger Zweck es ist, alles Leben auszulöschen? Ich meine, wie bitte?
Ist doch irre, oder? Tja, nein. Gar nicht. Der Neuaufbau einer Biosphäre? Das ist hammerhart. Gaia ist zwar super schlau, aber trotzdem kann ziemlich viel schiefgehen. Ich meine, Sie sind also Gaia. In 200 Jahren und Ihre neue Biosphäre läuft komplett falsch. Es gibt massenhaft Alkalien. Nadelwälder werden von Stürmen zerfetzt, die Noahs Arche versenkt hätten. Ein Chaos. Einfach nicht in den Griff zu kriegen. Was machen Sie jetzt? Die Phase 1-Organismen einfach freisetzen? Hoffen, dass Ihr CO2 und Methan schon alles ausgleichen wird? Niemals. Was Sie jetzt tun werden, Gaia, ist Hades, das Feld zu überlassen, damit er das macht, was Sie aus lauter tätiger Liebe zum Leben nicht können. Diese ganze missglückte Biosphäre abfackeln, damit Gaia es nochmal probieren kann. Okay, nicht abfackeln. Er kehrt die Terraforming-Prozesse um und erstickt alles. Das ist die grobe Idee. Hades setzt die Biosphäre zurück auf den Ursprung. Auf Null. Ein Reset. Und dann, und nur dann, überlässt er Gaia wieder das Steuer und sagt, mach's nochmal, Mädchen. Aber dieses Mal besser, sonst wiederholen wir das Ganze. Das ist Hades. Ganz schön krass, wenn man drüber nachdenkt. Vernichtung auf Abruf. Tod per Knopfdruck. Für die gute Sache schon klar. Trotzdem. Ganz schön krass. Willkommen bei Hades. Willkommen in der Leere. Okay. Wenn das der Daseinszweck von Hades ist, warum will er dann meinen Tod? Und wie kommt er in das Wrack eines Pharaoh-Titan, der von der Eklipse wie ein Gott verehrt wird? Hephaestus hat sich verändert. Also warum Hades nicht? Das glaube ich auch. Aber warum und wodurch? Such weiter. Vielleicht finden wir die Antwort. Jo. Das ist wieder was zum Lesen. Ach. Lärmbelästigung. Ich bin verwirrt. Lizzie. Beskor, wer behauptet, dass der alte TT zu Beskor kodiert, ist ein Lügner. Und du weißt, ist der alte Trav hat keinen Bezug zu diesem kommerziellen Mist, nie im Leben. Mann, ich würde eher eine Liter Zitarium-Drecksbrühe schlucken, als 30 Sekunden lang Grey Swarm zu hören. Ich schwör's beim Grab meiner Mutter und sie war religiös. Nee, das ist kein Beskor, der durch hartes Labor dröhnt, die Wände wackeln und die Zähne klappern lässt. Das ist Death Metal, Mädchen. Klassische Musik. Hauptsächlich aus den 80ern und 90ern. Ich habe außer dem holländischen Deathcore, japanischen Gorgrind und irgendein schwedisches Kannibalenzeug besorgt. Komm vorbei, wenn du mal reinhören willst. Oder stell dich einfach vors Labor. Das ist kein Bestcore, du wirst sehen. Oder eher hören, am Kreischen, weil das die Luft zerreißt. Und fühlen am Wummern des Bodens und der Wände unter der Decke, das dich verschluckt. Als ob du Jonah wärst, der im Schlund des Gothic-Todeswalds feststeckt. Halleluja. Und die Bitten, es leiser zu stellen, geht nicht. Lizzie, so kodiere ich meinen Death Metal leiser stellen. Da könnte ich ja auch Aufputschmittel, Schokoshakes und Katastrophenvideos aufgeben. Soweit ich weiß, sollen wir hier unten Hades kodieren. Soll ich wirklich ein Ausrottungsprotokoll ohne Death Metal kodieren, der mich inspiriert? Nee, wohl kaum. Bleib cool, Trav. Trav. So. Nochmal zum Lesen. Ach Mensch, wie hast du diese gelesen? Na was denn nun? Mensch! Jetzt haben wir so einen Haufen Folgenzeit hier verloren. Hier ist Tate. Ich hab gerade drei Pillen eingeworfen, aber ich hab's nie von mir verdient. Ich habe endlich die Lösung für Gaia, also eher extreme Exekutivgewalt gefunden. Wenn das nicht 10 bis 12 Traumstunden wert ist, was dann? Davor ist jedes meiner
Usurpationsprotokolle bei der Simulation durchgefallen. Sie waren entweder zu hart oder zu weich. Zu hart und sie stufen den Gaia-Kern ab. Klar, sie entziehen ihren bildlichen Händen das bildliche Steuer, damit Hades die Kontrolle übernehmen kann. Aber dabei brechen sie ihr auch die Finger und manchmal auch die Arme. Das ging also nicht. Alles hängt davon ab, dass Gaia wieder die Kontrolle übernehmen kann. Wenn Hades seine Arbeit getan hat, ich muss also eine Lösung finden, die Gaia unbeschadet lässt. Zu weich und Gaia hat nur so getan, als ob sie die Kontrolle aufgibt. Bei allen Simulationen übernahm Hades das Kommando über das Terraforming-System und machte Prozesse rückgängig, nur damit Gaia heimlich im Hintergrund wiederum seine Prozesse rückgängig machte und die Telemetrie verfälschte, um den Eingriff, Eingriff zu vertuschen, raffiniert. Ich schwöre, es gibt nichts, was Gaia nicht für den Erhalt des Lebens tun würde, auch wenn es nur um simulierte Pflanzen geht. Als genau richtige Lösung hat sich erwiesen, Gaia in einer schützenden Kothöhle zu isolieren und sie ihre Integrität zu erhalten, sie dann von der Kommandoposition wegzurücken und Hades auf dem bildlichen Chefsessel Platz nehmen zu lassen, damit er loslegen kann. Die Pillen hauen jetzt voll rein. Die Beschreibung ist also nicht besonders klar, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das klappt. Ja, die sind ganz schön stark. Ich muss jetzt wohl schlafen. Ich mache morgen weiter. Bis dann. Jo, bis dann. So. Kommen wir jetzt in das Büro. Ich denke mal schon. Och nö. Ich will nicht mal raus hier. Aber was ist denn nun? Zeig mir doch den Scheiß mal an. Ich hasse diese Leserei. Diese Nachricht betrifft Apollo Archiveingabe Nummer. Ihre 66 Eingabe in nur 5 Tagen und was für ein Prachtexemplar sie ist. Trotz früherer Warnungen hinsichtlich umfassenden Materials haben sie sich entschlossen, 625 holographische Neufassungen von anerkannten Klassikern des extremen Exploitationsfilms einzugeben. Ich möchte Ihnen danken in doppelter Hinsicht. Dafür, dass Sie mir die Freude gemacht haben, Ihre Eingabe abzulehnen und damit Ihren geliebten osteuropäischen Folterstreifen und seinesgleichen in die Vergessenheit zu schicken. Es wärmt mir das Herz zu wissen, dass ich der zukünftige Menschheit nicht nur eine, sondern alle 16 Fortsetzungen von wie man einen Hundertfüßer macht, ersparen konnte. Keine Sorge, Pasolinis Werke wurden bereits eingegeben. Extrem vielleicht, aber Kunst. Dafür, dass sie einen Angriff verdeutlicht haben, der für Archivare wie mich so lange mehrdeutig und ethisch umstritten war, die Definition Obszönität. Sie haben mich aus der subjektiven Zwickmühle befreit. Wie die Richter Potters berühmter Satz, ich kenne sie, wenn ich sie sehe, steht. Ich erkenne sie. Dank ihnen kann ich jetzt ein einziges objektives Kriterium anwenden. Wenn nicht Travis Tate es eingerichtet hat, ist es obszön. Okay. Dementsprechend haben die alle Apollo-Mitarbeiter angewiesen, ihre zukünftigen Einreichungen ungesehen abzulehnen. Vielleicht können sie die Zeit, die sie ansonsten für diese Einreichungen verwendet hätten, anders nutzen, eventuell sogar für die ihnen zugewiesene Arbeit. Schließlich wollen wir eine Welt retten. Zumindest einige von uns. Das ist ermüdend. Ja. Das hier scheint der einzige Weg zu sein. Ja. Wieder irgendwo hier welche Pfeifen hier? Willkommen bei Eleuth
Anthea. Krönung und Gipfel von Gaias untergeordneten Funktionen. Denn durch Eluthia wird die menschliche Rasse weiterhin existieren. Ich bin Patrick Brochard Klein, leitender Alpha dieses Programms. Lassen Sie mich bitte eine Sache gleich von Anfang an klarstellen. Eluthia ist keinesfalls ein Gentechnologieprojekt. Unser Ziel ist es, das menschliche Genom zu erhalten und nicht zu verändern. Eine Momentaufnahme menschlicher Genvielfalt, eingefroren in der Zeit. Die genetische Quintessenz unserer Spezies unverändert. Ich sorge dafür, dass alle Aktivitäten den Klonrichtlinien von 2034 und dem Relay-Vertrag von 2048 entsprechen. Das erscheint bizarr, vielleicht sogar trivial in Anbetracht der gegenwärtigen Umstände, aber als einer der Verfasser des Vertrags ist es für mich keinesfalls trivial. Die praktischen Herausforderungen sind gigantisch in Umfang und Komplexität, aber nicht unüberwindbar. Nein. Globaler Abgleich und Aufbewahrung der Zygoten, Perfektion exogener Technologien, Entwicklung perfekter Dienstprogramme. Für die Versorgung und Prägung während der frühkindlichen Entwicklungsphase, all diese Programmkomponenten müssen sich perfekt ergänzen. Ganz zu schweigen vom dringenden Bau von Ursprungsanlagen an Standorten auf der ganzen Welt. Also, wenn Sie bereit sind, fangen wir an. Ja, danke. So. Wir machen mindestens 10 Minuten länger heute. Mensch, dann mach's mir doch auf, Mann! Mann, was ist immer so lange dort? Die Ektogenese-Kammern sind vor 2 Tagen angekommen. Ich habe die letzten 36 Stunden damit verbracht, sie zu untersuchen und die technische Dokumentation zu studieren. Sie sind eine Offenbarung, erstaunlich. Ich weiß nicht, was du Farzenit für diese Kammern geben musstest. Aber das war es wert. Mit einem Schlag haben ihre Embryologen 50 Jahre technologischer Defizite übersprungen. ECMO-Risiken gelöst, Nahrungszufuhr gelöst, Hormonstabilität gelöst, 12 weitere Risikobereiche gelöst. Bevor ich diese Kammern untersucht habe, habe ich die Odyssee für ein Zenith, für V-Zenith-Technologie auch auf diesem Level ist. Eine Menschenkolonie bei Sirius scheint dann gar nicht mehr so unmöglich zu sein. Was lese ich eigentlich? So, die Massenherstellung der Kammern stellt uns vor einige Herausforderungen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir sie lösen können. Ich ruhe mich jetzt ein paar Stunden aus und setze mich dann wieder dran. Du kannst den Herstellungsplan in den nächsten 48 Stunden erwarten. So. Ne, wie gesagt, diese ewige Leserei. So, lass mich raten, wie das ist. Na klar. Komm. Dann immer so viel. Persönlichkeiten für Ursprungsplan. Servitoren. Die Entwicklung der künstlichen Persönlichkeiten für die Servitoren der Ursprungsanlagen Ernährer, Erzieher, Heiler kommt gut voran. Wir peilen Turing 0,4 für diese Konstrukte an. Dies sollte geringe Empathie und begrenzte Improvisation gewährleisten, ohne die Einhaltung kodifizierter Verhaltensmuster zu gefährden. Allerdings stellt der stimulusabhängige Wechsel der Persönlichkeit eine größere Herausforderung an die Software dar als erwartet. Insbesondere die festgefahrenen Feedbackschleifen zwischen der Erzieher- und der Heilerpersönlichkeit machen uns Sorgen. Ich habe außerdem die Berichte über einen Zwischenfall angehängt, bei dem ein Servitor mit Mutterpersönlichkeit in die Maßnahmen eines Erzieher-Servitors eingegriffen hat. Ein Streit unter Eltern sozusagen. Auf den ersten Blick vielleicht amüsant, aber zutiefst besorgniserregend. Ich habe einen umfassenden Plan für die Korrektur dieser interaktiven Protokolldefizite beigefügt. Bin nur Daten beschädigt. So, mach aus. So. Aber einer ist noch hier irgendwo. So.
Wir müssen hochgehen können. Hm. Wir sind da hier. Das wird zu schwer. Ja, ist ja gut. Lass mich raten, wieder stundenlanges Lesen. Jawohl. Und oben in dem Büro waren auch noch welche. Habe ich auch von der anderen Seite aus gesehen. Mensch, dann mach mir doch... Verdammt nochmal. Naja. Ursprungsanlage versiegelt. Eloise, ja. 01 konnte versiegelt werden, bevor das Schwarm, der sich aus der Xinjiang-Region näherte, es entdeckt hat. Das Pingback der wesentlichen Systeme ist gut. Für unsere Jungfernfahrt ist es ein Erfolg. Was meinen Disput mit den Betas über die Zygotenauswahl angeht. Natürlich verstehe ich, dass der Aufwand für Simulationen des Genflusses in unseren zukünftigen Menschen begrenzt sein sollte. Aber wir können uns darauf verständigen, dass es einen Spielraum für zur Veredelung der zukünftigen Ursprungspopulation gibt. Ergo, zusätzlich zur persönlichen Überwachung der Geläuter 02 Fertigstellung mit MT Manun Namoli werde ich noch diese Woche einen modifizierten Zygoten-Auswahlplan ausarbeiten und vorlegen, PBK. So, hier unten sollten wir dann eigentlich alles haben. Was ist das hier? Keine Ahnung. So, da würde ich mal sagen, gehen wir hoch, oder? So, wo ist die Treppe? Hier. Ey Leute, dieses Lesen wirklich, das gibt mir... Dann hätten sie Ayla das vorlesen lassen sollen. Oh. Ursprungsanlagen. Elisabeth sagte, dass eine neue Generation von Menschen in solchen Anlagen entstehen würde. Das sagte sie. Also war der Berg der Urmutter eine solche Anlage? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Die Luke ging nicht auf. Da war irgendwas mit einer beschädigten Alpha-Registry. Ich muss Elisabeths Büro durchsuchen. Jo. Soll ich hier wirklich... Geht das hier wirklich lang? Das ist doch hier oben drüber, oder? Wir schwimmen mal hier unten durch. Nee, ach so. Darin wurde irgendetwas aufbewahrt. Roboter profitieren von Antilopini-Morphologie, obwohl Caprini eine höhere Belastbarkeit aufweisen. Du lernst schnell, Gaia. Dr. Sobek, während meiner vergleichenden Analyse der verschiedenen Säugetierstrukturen habe ich umfassende Daten über das Quartäre Aussterben gesammelt. Oh, und deine Einschätzung? Gaia? Logisch gesehen war das Aussterben eine natürliche Konsequenz. Aber, ich finde den Verlust dieser Megafauna unglaublich traurig. Dass sie völlig in Vergessenheit gerieten, weckt in mir ein Gefühl der Trauer, das schwer zu beschreiben ist. Ist das ein Fehler? Nein, Gaia, gar nicht. Das ist gut. Sehr gut. Okay. War das jetzt das Ding? Roboter profitieren von Antilopini-Morphologie, obwohl Caprini eine höhere Belastbarkeit aufweisen. Du lernst schnell, Gaia. Dr. Sobek. Mensch, bleib doch mal stehen! Analyse der verschiedenen es folgt eine kurze Zeit der Bewusstlosigkeit während des Umzugs nach Prime und dem Aufbau. Elisabeth, darf ich etwas dazu sagen? Wenn du am neuen Standort wieder läufst, schalten wir die Unterfunktion online und sehen, wo wir stehen. Elisabeth, ich erkenne Betrübnis. Geht es dir gut? Ja, doch. Ich begreife, dass uns die Umstände zu einem sehr frühen Start zwingen. Aber die Subsysteme sind betriebsbereit. Die Chancen stehen gut für uns. Aber wenn...
Gaia, da draußen ist nichts mehr. Ohne Schutzanzug ist es unmöglich, überhaupt zu überleben. Milliarden Opfer. Ihr Tod war entsetzlich. Was ist, wenn es umsonst war? Elisabeth, das Aussterben war unvermeidlich. Dank dir hat das Leben eine Zukunft. Glaubst du wirklich? Ich glaube an dich, Elisabeth. An dich und das... Wir machen ein bisschen länger jetzt hier. Ich hab's. Das ist die ganze Leserei. Sind wir jetzt in dem Büro? Ja, sind wir. Nee. Wo müssen wir rein? Aber wie kommen wir hier rein? Logik allein reicht nicht, Tetz. Damit es klappt, muss Gaia ein wenig Eigeninteresse haben. Sie muss fühlen. Und wenn sie Amok läuft? Lernen wir gar nichts aus unseren Fehlern? Deinen Fehlern willst du sagen? Alles, was ich sage, ist, baut ein Notaus ein. Sie ist ganz jung, Tetz. Ich halte ihr keine Waffe an den Kopf, wenn sie noch in der Wiege liegt. Du redest wie von einem Kind. Was, wenn sie ein Monster wird? Elisabeth, darf ich vielleicht etwas dazu sagen? Natürlich, Gaia, nur zu. Ich widerspreche nur ungern. Doch Mr. Farrows Argument ist schlüssig. Im Moment ist die Entwicklung meiner Psyche nicht vollständig vorhersehbar. Zum sicheren Erhalt des Lebens wäre ein Notfallschalter, glaube ich, eine Notwendigkeit. Da. Zufrieden, Ted. Himmel, Liz, mach, was sie sagt. Jo, wie kommen wir jetzt da rein? Wir werden die Scheibe einschlagen. Ach, Tür aufstemmen. Ach, Alter, sag's doch gleich. Jo. Kein Platz. Jo, wie viel von den Dingern haben wir? Nur das. Nee. Eins, zwei. Er macht mich wahnsinnig. Es geht voran. Liz, ich bin zuversichtlich, falls man so etwas überhaupt noch sagen kann. Ich habe endlos mit Kryosozos über ihre Proben verhandelt. So viele Spezies gefangen in makabren Hologramm-Schaubildern aufgehoben, nur für den Fall über 14.000. Die zwischen 2000 und 2043 ausgestorben sind. Wir haben angefangen, eine primäre Abfolge festzulegen und Pionierorganismen für eine ausgewogene, nachhaltige Biosphäre ausgewählt. Mikroorganismen und Insekten, Kaninchen und Habichte, Füchse und Wölfe und tausende mehr, die darauf warten müssen, an die Reihe zu kommen, bis unsere neuen Generation ihre Wiedererschaffung anvertraut werden kann. Sie können also in eine Welt zurückkehren, die dieses Mal das Konzept der Arterhaltung begreift. Bevor es zu spät ist. Es war schon viel zu oft zu spät. Wir haben ein ganzes Sammlerteam beim Schwarmdurchbruch in Myanmar verloren. Die Proben, die wir verloren haben, sind unersetzlich. Aber dank dir, Liz, wird sich der Kreislauf des Lebens biegen und nicht brechen. Die Erde war einst ein unbelebter Gesteinsbrocken und eines Tages wird sie es wieder sein. Aber nicht jetzt, nicht so, nicht mit uns, Ronson. Jo. Haben wir draußen was vergessen? Achso, nee. Also ich lese bei nichts mehr vor, ja. Ihr habt die Schnauze voll. Wenn er das noch Ding mal aufmachen würde hier. Wir sind schon 5 Minuten drüber hier. An alle. Leider, ich habe furchtbare Neuigkeiten.
Ein Fazit hat mich darüber informiert, dass die Odyssey-Mission fehlgeschlagen ist. Letzte Nacht zeigte die Telemetrie einen katastrophalen Antimaterie-Eindämmungsfehler an, als die Antriebe zum Verlassen des Sonnensystems hochfuhren. Das Schiff, die Mannschaft, die Ladung von Zygoten und Samen des Alpha-Modells von Apollo, alles verloren. Zero Dawn ist jetzt die letzte Hoffnung auf den Fortbestand der menschlichen Spezies und des Lebens auf der Erde. Wir müssen Erfolg haben. So. Ja, mach ich. So. Okay. Die Alpha Registry Master Datei. Intakt? Ja. Sieht unbeschädigt aus. Worauf wartest du denn noch? Kopier die Datei. Damit kann ich die Registry der Urmutterluke wiederherstellen. Sie öffnen. Hineingehen. Und die Geheimnisse darin erfahren. Mein Geburtsort. Vielleicht wer mich geboren hat. Wer? Bist du wirklich so naiv? Dort wird kein Wer auf dich warten, Aloy. Wie auch immer du auf die Welt kamst, es war ein Was, kein Wer. Du Bastard. Oh nein, ich hatte eine echte Geburt. Du, Aloy, bist die Schöpfung einer Maschine. Doch welche Maschine und warum? Warum bist du auf der Welt? Die Eklipse. Du musst verschwinden. Was du da hast, ist zu wertvoll. Du bist zu wertvoll. Ich plane einen passenderen Tod für dich, Kind. Mein ganzes Leben wusste ich eines mit prophetischer Sicherheit, dass ich zu Ehren kommen würde als ein Streiter der Sonne. Selbst bei Gerans Ermordung, selbst als Meridian fiel, habe ich nie daran gezweifelt. Bis du gekommen bist. Als ich hörte, du hast überlebt, nagte der Zweifel an mir. So sicher wie die Sonne jeden Tag ihren Lauf nimmt, sterben die, die ich töten soll. Doch diesmal nicht. Wie? Warum? Mit jedem deiner Angriffe, jedem Soldaten, der durch dich fiel, wuchs der Zweifel in mir weiter. Ich träumte immerzu davon, dir die Kehle aufzuschlitzen. Ein Schnitt, ein schneller Zug mit der Klinge und du blutest aus. In so etwas bin ich sehr geübt. Warum zögern? Woher kam dieses Versagen? So, wenn jetzt irgendein Kampf auf uns wartet, machen wir nächste Folge. Und was zeigt deine Narbe? Du hast es nicht geschafft. Ja, ich erinnere mich. Er kämpfte gut. Für einen Wilden. Sein Name war Rost. Und er war ein besserer Mann, als du es je sein könntest. Der bessere Mann ist der, dessen Gedärme nach dem Kampf nicht vor ihm liegen. Nein. Er war das nicht. Ich hätte dich töten können, bevor er angriff. Aber ich tat's nicht. Dieses Versagen verfolgte mich lange. Bei jedem Schritt. Erst als ich dich gefangen nahm, unten an dem Ort, erkannte ich endlich, wie die Wege der Sonne den gesamten Verlauf der Ereignisse gekennzeichnet hatten. Du solltest damals auf dem Berg überleben. Ausgrabungen angreifen und meine Männer töten. Und ich
Ich sollte dich gefangen nehmen. Hier. Damit du als eine rituelle Opfergabe für die Sonne sterben kannst. Es ist alles, wie es sein sollte. Schicksal und Vorbestimmung. Tolles Schicksal. Du folgst nur Befehlen, keinen kosmischen Wegen. Du bist wie ein Hund, den Hades an der Leine hat. Ein Diener, den er herumschubsen kann, wie er will. Es wäre zum Lachen, wenn nicht so viele sterben müssten. Hades ist eine alte Maschine, nicht der verborgene Schatten der Karja. Er schert sich nicht um Meridian. Er will einfach alles und jeden töten. Und du bist ein williger Sklave. Ich diene nicht dem verborgenen Schatten, sondern der Sonne im Schatten. Die Hälften der Natur, vereint für die Sache. Schatten zur Sonne, Dunkel zu Licht. Merkst du wirklich nicht, wie lächerlich das klingt? Statt einem irren, mörderischen König dienst du jetzt einer irren, mörderischen Maschine. Du steigst ab, nicht auf. Klar? Ich werde daran denken, wenn ich deine Leiche brennen sehe, was davon übrig ist. Du begreifst es wirklich nicht. Du wurdest endlich besiegt. Und damit der Zweifel. Und aus einem festen Glauben wächst unbändige Kraft. Dann öffne den Käfig und stell dich der Probe. Prüf nach, ob es so kommt, wie du denkst. Der Kreis ist geschlossen. Jedes Element ist am richtigen Platz. Genau da, wo es hingehört. Die wilde Bestie, gefangen, wird ihren Zweck erfüllen. Als ein Opfertier. Ah, was übrigens Opfer angeht, das wollte ich noch sagen. Nach der Zerstörung des Eclipse-Netzwerks schickte ich Boten in den Osten. Sie sollten dort Truppen versammeln für den Angriff auf das Heilige Land. Ich befahl, alle Nora zu töten. Ich hatte gehofft, du wärst dort, aber naja, die Aktion war dann wohl doch unnötig. Warum Unschuldige töten, ganz ohne Gewinn? Reine Zeitverschwendung. Das stimmt. Ich bin nicht mal da, um zuzusehen. Wie dem auch sei, ich könnte den Befehl auch gar nicht mehr zurückziehen. Da du ja unser Netzwerk zerstört hast, ist die Kommunikation mit meinen Truppen unmöglich. Du hast nicht nur dich verdammt, sondern den ganzen Stamm. Lässt sich darin nicht deutlich das flammende Urteil der Sonne erkennen? Dein Fokus. So ein mächtiges Gerät, nicht wahr? Und so zerbrechlich. Siehst du? Diesmal habe ich nicht gezögert. Das Messer hat schon zugestochen. Tja, Gläubige, freut euch! Unsere Jahre im Schatten sind vorbei! Ein neuer Morgen dämmert am Horizont. Ein neuer Tag, der bald anbricht. Und wenn es soweit ist, wird der falsche Sonnenkönig tot sein. Und das heilige Meridian gehört wieder uns! Und ich bin ein Verkünder der Prophezeiung. Alle Hälften der Natur vereint für die eine Sache. Schatten zur Sonne, Licht zum Dunkel, Nacht zum Tag. Seht her!
sitzen! Seht ihr nicht den Beweis des Segens der Sonne vor euren Augen? Wie sonst könnten Schatten wie diese im Licht des Tages herumstreifen, wären sie nicht gebilligt von der Sonne und unserer Sache verbunden? Vor vielen Jahren, als der große Ring geweiht wurde, endeten viele Gläubige auf Anordnung des strahlenden Jiran unter den Hufen eines Behemoths. Mächtig ist der Behemoth in den Augen der Sonne, aber noch mächtiger ist er, durchdrungen von der Macht der Schatten. Lass diese hier, die Intrigen gesponnen hat, die Erste sein, die stirbt! Lass sie die Erste sein von Tausenden! Machen wir das jetzt noch? Werde ich das Ding nie besiegen? Alle meine Waffen liegen oben auf der Plattform und ich komme nicht aus diesem Ring raus. Vielleicht kann ich seine Stärke gegen ihn einsetzen. Oh, ich wurde auch nicht gebaut, um einen Behemoth standzuhalten. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Das ist verheerend. Er will angreifen. Ja, ich will ihn hier gegen die Pfeiler hier irgendwie locken. Er läuft auf mich zu. Stabil aus, aber die Säulen nicht. Sie wurden nicht gebaut, um einem wahnsinnigen Behemoth standzuhalten. Ja, das ist scheiße. Ich sollte versuchen, den Behemoth zu den Säulen zu locken. Ja, was willst du, was ich vorhab? Ich muss ihm ausweichen. Geschafft. Noch eine Säule und die Plattform kommt runter. Und damit auch meine Waffen. So. Rat mal, wer wieder Wacht hat. Jetzt bist du nur noch ein großes, dummes Ziel. Komm. Dir zeige ich's. Nein. Ich muss mal die Waffe wechseln. Aber die richtige. Nein. Ja, warte. Na Mensch. Komm weg hier. Das ist irre. Diese Teile an seinem Kopf. Sie müssen etwas mit seinen Hebeangriffen zu tun haben. Ja. Mittel und Wege, Eloy. Finde ich bei diesen Kadavern ein paar nützliche Teile. Ja, jetzt hab's doch mal ab. So. Hey!
Seid still! Schatten, tötet sie! Tötet sie! Warum überlässt du es ihn? Hol mich doch selbst! Silence? Du bist hier. Wirklich hier. Hast dein Leben riskiert. Ja, natürlich. Wenn du stirbst, wird uns der Heilige Berg niemals seine Geheimnisse enthüllen. Dann hast du deine Zeit verschwendet. Helis zerstörte meinen Fokus. Und auch die Alpha Registry. Keineswegs. Ich habe jeden einzelnen Datensatz kopiert, während ich deinen Fokus überwacht habe. Ihre Installation auf einem neuen Fokus war ganz einfach. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Du machst es einem unmöglich, dich zu mögen, Silence. Aber den brauche ich wohl. Finden wir den Ort deiner Geburt. Vielleicht sogar den Grund dafür. Ja, finden wir die Maschine, die mich erzeugt hat. Das willst du doch sagen. Ich muss los. Warte. Ja? Seit wann kannst du Maschinen überbrücken? Seit du diese Technik entdeckt hast. Ich musste für die notwendigen Teile natürlich einen Verderber vernichten. Aber du hast mir ja gezeigt, wie man das macht. Ein weiterer Vorteil davon, dich über deinen Fokus zu überwachen. Ehrlich gesagt, die zugrunde liegende Logik ist gar nicht so verschieden von den Riten der Banuk-Schamanen. Aber natürlich weiter ausgereift. Toll. Gern geschehen, schätze ich. Hat einen Fokusput gemacht. Helis hat dich im Sonnenring erkannt. Du sagtest, du hast die Eklipse unterstützt. Nicht, dass du den Mann kennst, der mich töten wollte. Jetzt weißt du es. Der Mann ist eine Bedrohung. Also tun wir, was wir können, damit er und Hades nicht siegen. Gut. Wie konntest du mich denn finden, obwohl ich keinen Fokus mehr hatte? Wirklich, Aloy. Man muss kein Genie sein, um zu ahnen, dass Helis dich mittags in den Sonnenring werfen würde. Ich brauchte 2 Läufer, um es zu schaffen. Es hat geklappt. Und jetzt ab mit dir. Jo. Ich werde gehen. Was es schlimmer macht, Helis hat Eklipse ausgeschickt, um das Heilige Land anzugreifen. Die Nora sind schon geschwächt. Sie haben keine Chance. Du solltest mit mir kommen. Auf gar keinen Fall. Ich muss ein paar Vorbereitungen treffen. Was denn für... Warum frage ich eigentlich? Du sagst es mir eh nicht. Wenn die Zeit reif ist, melde ich mich. Ich melde mich später. Und einstweilen. Falls du wieder ins Schatten-Kaja-Gebiet willst, habe ich hier eine Rüstung, in der dich niemand erkennt. Du denkst wirklich an alles, was? Einer muss es ja. Aloy, als du die Alpha Registry geborgen hast, unten im Zero Dawn Bunker, ich war gemein zu dir.
Ganz im Ernst. Ich hoffe, dass im Innern des Berges jemand auf dich wartet. Kein Etwas, ein Jemand. Tja. Yeah! Oh. Das Schrecken der Sonne, Hauptquest abgeschlossen. Schrecken der Sonne. So, ein Fertigkeitenpunkt. Oh, wir sind dann 58. Das Herz der Nora, Stufe 25. Müssen wir als nächstes machen. So, guck mal hier, was wir jetzt machen. So, wir haben zwar noch nicht Level 60 erreicht, aber hier, Bingo. So. Alle Frozen Wilds. Ach, das ist von Frozen Wilds, die blauen da. Deswegen habe ich die Trophäe schon gehabt, hier alle Fertigkeiten. Okay. Gut, wir suchen jetzt uns erstmal. Warte mal. So, das will ich jetzt manuell festhalten, das ganze Ding hier. So. Ja, wir sind hier leider auf eine Stunde gekommen, Leute. Es tut mir auch leid dafür. So, aber ihr habt selber gesehen, ich konnte hier selber an solche Stellen, ich konnte hier unmöglich einfach rausgehen aus dem Ding. Ich hoffe mal, wenn ich neu lade, ist er noch da. So, ich könnte unmöglich rausgehen, wie gesagt, aus dem Ding. Warte. Kleine zähe Pflanze. Du wirst mir sicher helfen. Ja. Endlich können wir hier speichern, ey. Ich werd bekloppt. So. So, speichern das ganze Ding. Gut. Da sind wir wieder eine ganze Ecke weitergekommen. Hier, Datenpunkte haben wir ja alles geholt. Haben wir alles gehört hier unten, die Dinger? So. Ja. Okay. Nee, ich wollte doch gucken. Wir sind wohl schon bei 84. Ja, tut mir leid, ich guck da mal. So. Frozen Wilds, 84. Ja. Krasse Zahl. So. Okay, Fertigkeiten. Wie gesagt, Fertigkeitenpunkte kriegen wir zwar noch zwei hier mindestens. Aber brauchen wir nicht mehr. Wir haben alles. Wir können alles. Wir sind super. Und der Behemoth, als wir alles wieder hatten, war auch lächerlich. So, und Ayla gibt mir noch Tipps. Na gut, okay. So, Ayla, mein eiskalter Engel. Dann soll es das für heute endlich gewesen sein. Ja, tut mir leid, ich habe mich ein bisschen aufgeregt über die Leserei, was das Ganze ja natürlich hier heute in die Länge gezogen hat. Aber dafür haben wir doch hier einen netten, hier eine nette Sache zu sehen gekriegt heute hier. Ein richtig schöner Fortschritt und das Witzige ist, jedes Mal, wenn wir in solche Bredouille geraten, das war mir klar, Aloy, auch der hat einen Fokus zwar zerquetscht, aber ich war mir klar, dass irgend sowas kommt, dass sie wieder hinkriegt. Sie rennt auch nicht ohne Fokus hier rum. So. Ja, es ist aber trotzdem, auch wenn es genauso ist wie vorher, also auch wenn sie es in so einer Sache ja nichts geändert hat, den Fokus, den sie in ihrer Kindheit gefunden hat, den wir über 200 Folgen herumgetragen haben, der ist weg. Das ist ja ein anderer. So, ändert zwar nichts an der Sachlage hier, haben wir nur mal so gedacht. So, okay, wie gesagt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und fürs Durchhalten heute hier. Bei dieser enormen Folge war immer noch kein Finale richtig, aber wie gesagt, hat sich halt mal nicht anders ergeben, leider. Das ist eben so moderne Speichersysteme. Wir können die einfach mittendrin speichern jetzt hier und aufhören. So, okay, na gut, okay. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, trotzdem gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben und ein Abo, wenn es so war. Ja, Folge müsste an einem Sonntag rauskommen. So, passt ja, oder? Gut, damit Dankeschön fürs Zusehen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich auf die nächste Folge. Das aber auch in der nächsten Session. In der nächsten Folge. Dankeschön und ciao.